So, ihr Lieben, da bin ich endlich. Wuhu, es tut mir leid, dass ihr so lange warten musstet. Hat alles nicht so geklappt, wie es sein sollte. Aber das weiß man ja vorher nicht. Also ich habe ja schon viel erlebt, dass es irgendwie der Open Broadcaster Probleme macht oder so, aber dass das Spiel einfach abschmiert, sobald ich den Open Broadcaster starte, das ist mir noch nicht passiert. Nun gut, es gibt immer ein erstes Mal. Oh, das war jetzt nicht sehr ladylike, aber ich musste von der Bananenmilch aufstoßen. So, jetzt muss ich noch Tschüss sagen. Und jetzt können wir endlich mal loslegen. So, das hier ist League of Light. Die Heilerin. Ich war mir sicher, es heißt die Hellseherin. Na gut. Ich hoffe, vom Sound her und so passt das. Wer nicht sagt was. Wir legen jetzt einfach erstmal los. Oh, es gibt zwei Bonuskapitel. WTF, wollt ihr mich verarschen? Na gut. Hinweisfunkeln möchte ich gerne anhaben. Was ist denn hin? Was ist der Unterschied zwischen Hinweisfunkeln und Hinweisglitzern? Moment. So. Anleitung brauchen wir nicht. Inhaltsanzeige. Was ist denn Inhaltsanzeige? Ladezeit kann ruhig was länger sein. Inhaltsanzeige weiß ich nicht. Also lösen möchte ich gerne haben, damit wir, wenn ein Rätsel ganz bescheuert ist, das auf jeden Fall überspringen können. Man weiß ja nie. Vielleicht können wir das auch im Spiel noch ändern. Kartentipps finde ich wichtig, damit wir später einfach so ein bisschen Zeit sparen. Mal gucken. Wir lassen das jetzt einfach mal so und gucken, was passiert. Black Mountain, Irland. Tragedy has struck our town. Two children have been taken recently. The last one disappeared just 3 days ago. The authorities don't know what to do. I beg of you, help us. Sincerely, Alice Thompson. Zum Glück ist die Kutsche stecken geblieben, sonst wäre ich ins Wasser gefallen. Okay, ja, hier ist schon wieder richtig viel Gedöns. Da fehlt was. Ach, was. Kann ich das Inventar festmachen? Ah, danke schön. Mit roher Gewalt kann man die Scharniere nicht entfernen. Ich brauche ein Werkzeug. Mist, da komme ich nicht ran. Wie immer sind die Texte viel zu schnell weg, um sie vorzulesen. Armbrust. Aha, da fehlt was. Ich habe viele Talente, aber fliegen kann ich nicht. Nicht? Warum nicht? Da kommen wir nicht ran. Bei der Armbrust fehlt uns doch irgendwas. Aber wir mussten die nur spannen. Das ist okay. Damit können wir jetzt das hier abschießen. Denke ich. Eulenabzeichen. Ich muss mal eben hier. Das kann sein. Ja.
Das können wir ruhig beides anlassen, finde ich. Da müssen wir jetzt nicht mit dem Mauszeiger Pixel für Pixel absuchen. Also, das finde ich schon okay. Das ist ja so ein bisschen wie die Hotspot-Anzeige in Point-and-Click-Adventuren. Da ist es in Ordnung. So, was muss ich jetzt machen? Aha, gucken, was da so hin muss. Eichhörnchen. Mond. Mond ist gut. Hase. Da, das stimmt schon mal. Bär ist in Ordnung. Und Fuchs. Und hier sind so... Oh, das stimmt sogar schon. Bam, das war einfach. Schlaues Kerlchen. Aktenfall, die Heilerin. Schade, dass es nicht die Hellseherin ist. Das klang viel cooler. Das ist voll schön gemacht irgendwie. Höchste Priorität. Detective, die League braucht dringend ihre Hilfe. In Blake Mountain verschwinden Kinder und es gibt Anzeichen von übernatürlichen Kräften. Seien Sie vorsichtig, aber beeilen Sie sich. Der rote Mond ist nicht mehr fern. Detective, the League need... Na toll, das lesen die selber vor. Foto. Brecheisen. Yeah. Ah. Boah, das sieht doch schön aus, oder? So mit dem Wasser hinten. Ich würde sagen, das sind echte Aufnahmen von einem Wasserfall, die man einfach dahinter gelegt hat, so Bluescreen-mäßig. Sehr schön. So, hier unten können wir die Schatten von den Dingen sehen, die wir suchen müssen. Warum hat das denn jetzt gefunkelt? Dann machen wir das vielleicht doch lieber weg. Das ist mir nämlich hier ein bisschen zu einfach dann. Also wirklich. Dann machen wir das lieber aus. Also so ganz mit der Nase drauf gestoßen werden will ich auch nicht. So, da muss was rein. Das war cool. Das ist dein Code. Den Code haben wir hier. 5. Irgendein griechischer Buchstabe und ein Pfeil. So, die Schere brauchen wir noch, damit wir das hier aufschneiden können. Ganz sicher. Wir brauchen noch ein Seil und einen Enterhaken. Und wofür brauchen wir diesen Griff? Muss doch... Ach, da oben. Ah. Okay, wir brauchen das Seil. Das ist kein Seil. Alternativ die Schere. Pfeife, Feder... Ich denke mal, das zweite Dreieck ist hier in der Tasche drin oder hier in dem Sessel. Sieht jemand die Schere oder ein Seil? Vielleicht können wir auch eins schon hier einsetzen. Ja, dann passiert aber nichts. Das dachte ich mir schon. Ah! Okay, ich dachte, da müssen wir auch noch was reinsetzen. Nein, wir müssen was rausnehmen. Vielen Dank. So, hier ist nämlich die Schere drin. Dann ist... Wer versteckt denn... Moment. Die nutzen einen Faden, um einen langen Faden zu verstecken. Das ist ja schon sehr bescheuert. Ja, ich weiß. Wir haben mit Resident Evil 1 zu Ende gespielt, mein Freund und ich. Also er hat gespielt, ich habe zugeguckt. Und auch er hat mir gesagt, keine Logik finden. Sei nicht albern.
Ich weiß. Aber wenigstens so ein bisschen. Dass das immer beim ersten Mal klappt. Naja, vielleicht auch nicht. Glück gehabt, ich hab's geschafft. Vielleicht kann mir der Bewohner des Hauses sagen, wo ich mich befinde. Hallo. Die Damen sehen aus, als bräuchten sie Hilfe. Also gucken wir uns hier erstmal um. Ein Einhorn. Ich mag Einhörner. Okay, für die Schraube müssen wir noch irgendwas anderes machen. Das ist eine sehr gruselige Vogelscheuche. Wow. Das hat mir wirklich einen großen Schrecken eingejagt. Also komm, übertreib nicht, Pussy. Die Vogelscheuche verscheucht nicht nur Vögel. Stumpfe Sichel, Kartenfragment. Unser Brecheisen ist natürlich wieder weg. Als erstes sollte ich mich mit der Frau und ihrer Tochter unterhalten. Bist du der Detective? Du musst uns helfen. Jemand ist in unserem Haus. Ich denke, sie sind nach meiner Tochter. Oh, bitte, entschuldige meine Manners. Mein Name ist Alice. Ich schrieb zu euren Leuten über die zwei missing Kinder. Und jetzt ist jemand nach meiner Goldie. We need to get to town, but the gates are already closed for the night. I left our key behind in the rush. Help us find the gate key in the house. Okay. Der Rabe ist aber selber schon gruselig genug. Was ist denn da drin? Ja, Post wahrscheinlich. Verschlossen. Da fehlt eine Kurbel oder ein Gurt. Ein Gurt, ne? In dem Beutel befindet sich was, doch erst zugenäht. Mit einer stumpfen Sichel kann ich nichts bewirken. Hier sind überall Eulen versteckt. Mal wieder. Das ist blöd. Wir haben im ersten Bild schon keine Eule gefunden. Denkt dran, wir müssen ab jetzt wieder Eulen suchen. Jemand hier? Ich bin mir ganz sicher, dass ich eine Person im Haus gesehen habe. Ja, ich auch. Ich könnte schwören, dass ich die Umrisse eines Mannes gesehen habe. Eindringling möchte ich mich nicht in der Dunkelheit stellen. Na gut, da machen wir erstmal Licht an. Stockfinster ist es hier. Ich finde es sehr schön, dass wir uns die Karte erstmal verdienen mussten. Die Zange ist kaputt. Zange, das ist ein Nussknacker. Aber gut. Da müssen wir bestimmt eine Laterne aufhängen. Okay. Also zuerst. Schleifen wir die Sichel. Mit unseren unsichtbaren Händen. So. Mit der Sichel machen wir das hier auf. Da drin ist ein Magnet. Bing. So, mit dem Magnet holen wir den Bolzen. Ah.
Mit dem Bolzen reparieren wir die Nussknackerzange. Ja, es ist eine Zange, aber sie sieht trotzdem aus wie ein Nussknacker. Huh. Welcome! Hatte jetzt was von Pokémon an sich. Hey, wir brauchen keinen Schlüssel mehr. Hat auch seine Vorteile. Oh nein, er hat die arme Goldie mitgenommen. This can't be happening. Not my Goldie. Please, Detective, find my daughter. Such sie doch selbst, dumme Nuss. Wahrscheinlich krieg ich nicht mal Geld von dir. Schmetterling und kaputte Laterne. Noch was? Nein. Wir können da aber immer noch reingucken. Das irritiert mich. Naja, vielleicht brauchen wir die später noch für irgendwas. Quatsch. Netzteile. Ist auch geil, oder? Als wäre das so ein Stecker. Na gut, da fehlt uns noch ein bisschen was für. Warum hat die hier so einen gruseligen Gargoyle im Wohnzimmer? Naja, im Zimmer ist irgendwie nur eins. Ich muss mir das Boot genauer ansehen. Ja. Ich muss die Glasscheibe beschädigen. Schlange. Da fehlen... Moment. Da fehlt noch ein Einhorn. Da komme ich nicht ran. Wir könnten auch einfach hinters Haus gehen. Nein, wir müssen jetzt bestimmt irgendwas finden. Wenn ich die fehlenden Figuren finde, kann ich die Türen sicherlich öffnen. Ja, vielleicht. Gucken wir erstmal, was es hier so gibt. So, wir brauchen Pilz, Foto, Puppe, Tasse, Nudelholz, Handschuhe. Mehl, Stab, drei Krüge. Apfel, Weizen und Zange. Schöne Musik. Wirklich. Ach, es fehlt nur noch ein Krug. Ich bin schneller, als ich dachte. So, wir haben jetzt eine Zange und mit der können wir hier dieses Dings holen. Soll ich die Musik zu leise? Hä? Warum hat das jetzt nicht geklappt? Ach so, die ist zu kurz. Na gut. Ja, die heult jetzt erstmal rum, ist mir egal. Das ist ein Stock, den können wir nehmen für unser Netz. Da ist noch eine Truhe. Hm. Okay. Nehmt euch vor dem roten Mond in Acht und verschließt eure Türen. Etwas fehlt. Ja, drei Schlangen, offensichtlich.
Beruhig dich, mein Kleiner. Ich werde dir nichts tun. Er ist sicherlich nicht der Eindringling und böse sieht er auch nicht aus. Ganz im Gegenteil, er sieht sehr niedlich aus. Naja, er sieht so ein bisschen aus wie die Bewohner aus Mischief Makers für Nintendo 64. Diese Krähe gibt ihren Schatz nicht freiwillig her. So ein Band? Wohl nicht. Ich brauche einen Gegenstand, um daran zu kommen, sonst verbrenne ich mir die Finger. Ah, das geht wenigstens. Na gut. Sehr schöne Optik bisher übrigens. Gefällt mir gut. Die Animationen sind natürlich wieder zum Davonlaufen, aber das sind wir ja gewöhnt. Gefunden Päckchen. Ich kann es mit bloßen Händen auf was? Warum sind Leute in diesen Dörfern immer so unselbstständig? Oh, guckt mal jetzt, wo die Vogelscheuche weg ist. Aha. Da drin ist eine kaputte Ballerina. Haben wir die jetzt mit Spucke zusammengeklebt, oder was? Ist hier sonst noch irgendwas? Aha. Okay, es gibt auch wieder andere Puppen zu sammeln. Oh, hier müsste ja auch irgendwo eine... Nicht da, sondern hier oben müsste irgendwo eine Eule sein, oder? Hatte ich die schon? Hatte ich die hier schon? Nee, hatte ich nicht. Da. Düdüdüm. Darin haben wir Schinken. Natürlich. Verhungern diese Leute, wenn ihnen die Püppchen dafür kaputt gehen? Da hier. Ich kann es nicht glauben, eine kleine lebendige Vogelscheuche. Armes Ding, der Hund hat dich wohl erwischt. Willst du das Segel? Jetzt habe ich einen Hammer, damit kann ich das Glas kaputt machen. Entschuldigung. So, hier ist eine Mullbinde. In der Vitrine. Ein kaputtes Segel bringt uns nicht weiter. Nein, so, jetzt haben wir hier nämlich den Kescher. Ha? Damit funktioniert das nicht. Na gut. Dann können wir damit aber bestimmt diese kleine Kiste aus dem Wasser holen. Hoffe ich. Bin mir nicht sicher. In diesen Spielen weiß man ja nie. Nicht du. Verschlossen. Warum überrascht mich das nicht? Nein, mich auch nicht. So, hier flicken wir mal eben. So, fertig. Du bist so gut wie neu. Oh, okay, das ist süß.
Das ist so Pocket Scarecrow. Okay, wie kann ich die brennenden Bretter überqueren? Kannst du die verscheuchen? Dankeschön. Hast du überhaupt einen Namen? Finde die Bilder in der rechten oberen Ecke. Die in der rechten oberen Ecke dargestellt sind. Die kleinen runden Indikatoren zeigen dir an, wie viele du finden musst. Lakes Mountain is a small provincial town. Its citizens enjoy fun and carefree afternoons. Moment, entschuldigt eben. Wir haben heute alle ein bisschen Stress mit der Bahn. Also nicht wir, sondern mein Freund. So. Fahren wir Vögel. Citizens return home to rest, and the town becomes quiet. Ah, da ist eine. Once every 300 years comes a very rare night, the red moon. Legend says that during a red moon, evil forces become more powerful. They escape to our world and roam the lands, doing their evil deeds. Das war jetzt sehr seltsam, aber gut. 5000 Mal. Jetzt haben wir einen Teppich und damit können wir das Feuer überbrücken, oder? Ach, wir kommen ja jetzt gut voran. Ha! Ich muss ihn stoppen, bevor es zu spät ist. Was sich wohl im Brunnen befindet, wer weiß. Ja, Spiel. Geschlossen, bis der rote Mond wieder verschwindet. Madame Noir, schau in deine Zukunft. Geisterkommunikation.
Was für ein seltsames magisches Schloss und noch dazu fehlen einige Teile, natürlich. Hinter dem Vorhang befindet sich etwas. Können wir hier noch gar nichts mitnehmen? Nein. Einen Korken kann ich nicht mit bloßen Händen rausziehen. Keine Chance, da komme ich nicht ran. Wie immer. Ich muss eine andere Möglichkeit finden, den Bösewicht zu schnappen. Da fehlen Löwen, okay. Ein Grüner fehlt noch. Wir können hier anscheinend später noch alles mögliche andere machen, momentan aber nicht. Also hier seht ihr den Schlüssel hierfür und das ist für die Maus. Und falls es überhaupt eine Maus ist, könnte auch ein Hamster sein. Ah. Ich habe doch schon gerade gesehen. Ich dachte nur, da war schon ein Stern. Und der hat einfach nur Eindruck hinterlassen, aber so war es gar nicht. So, wir haben jetzt den Korkenzieher. Plopp. Jetzt haben wir eine Rune. Die können wir hier schon mal... Nein, können wir nicht einsetzen. Wir müssen erst alle drei haben. Okay. Okay, hier ist ein Löwe, ist gut. Wenn es mir gelingt, den Baumstamm zu beseitigen, dann wird der Wagen gegen das Tor rollen. Mist, steinhart, ich kann es nicht abkratzen. Das ist sehr gruselig. Ich frage mich, was sich darin befindet. Willst du das so genau wissen? Ich eigentlich nicht. Ein Vogelpaar fehlt. Der Ring steckt fest. Ich muss ihn irgendwie rausbekommen. Stimmt, Eulen. Ich habe die Eulen vergessen. Oh nein, das riesige hölzerne X blockiert die Tür. Meißel. Wenn ich Fotos der vermissten Kinder finde, sollte ich sie hier aufhängen.
Komisch, dass wir die schon einsetzen können, bevor wir alle drei haben. Mysteriös. So, mit dem Meißel können wir jetzt aber hoffentlich dieses lila Zeug da abmeißeln. Nein? Nein? Okay, dann nicht. Okay, wir haben jetzt den Schlangenring. Weiß ich wofür? Nein. Hier scheinen wir alles erledigt zu haben. Hier fehlt noch der Balletttänzer. Karte sagt, hier geht noch was und hier geht noch was. Oh, guck mal. Hier hat jemand gegraben, was hier wohl vergraben wurde. Ja, weiß ich nicht, weil wir haben keinen Spaten. Hier ist die letzte Rune, an die wir nicht drankommen. Angeblich ist hier noch irgendwas zu machen, aber was? Ich habe keine Ahnung, was das Spiel hier von mir will. Das scheint aber der einzige Ort zu sein, wo wir noch was tun können. Jemand eine Idee? Ich dachte, wir können hier vielleicht einen Stein raushauen, um näher ranzukommen. Können wir nicht. Nee, verbinden kann man nur, wenn wir hier das in so einem Kasten ist. So Gegenstände kann man nicht verbinden. Das muss hier angezeigt werden. Hoch wollte ich gar nicht.
Karte sagt, hier können wir was machen, nirgendwo anders. Hier kommen wir nicht durch und da auch nicht. Stimmt. Danke, den habe ich ganz vergessen. Sie hat ja gesagt, ich passe da nicht durch. Ich passe da nicht durch. Sehr schön. Das ist wie mit der Katze, die habe ich auch immer vergessen. Ziehe die Karten zu den leeren Stellen, um eine logische Reihenfolge nachzustellen. Warum ist das hier 2? Egal. Anscheinend war das richtig. What are you doing here? Get out before you put my son in danger. No, stay away from him, you monster. Oh nein, nicht schon wieder. Ich sollte besser nach der armen Frau sehen. You must be the detective we've been expecting. It seems you're too late to help me. Please, don't blame yourself. My magic defenses were not strong enough to stop that creature. But I might have a way to see where it came from. Approach my table. Nö. This orb is called the Eye of the Seer. You can see almost anything with its help, if you know how to use it. Let us learn the creature's secret. Don't you want to know who kidnapped the children? When I was a girl, a healer lived in our town. She had the ability to cure any illness. Then one day, an awful plague swept through the town, creeping into houses one by one. The healer worked day and night. Her skills saved those who were doomed. But there was one person the healer couldn't save. Her own daughter. Even her amazing powers could not heal the poor little girl. The loss devastated her. The healer became a recluse, avoiding all contact with the town. It can't be. So many years have passed, but the eye showed her face. Could she be involved? It seems a powerful force doesn't want us using the eye. Help me repair it so we can find the missing children. Okay. Time is of the essence, Detective. You must hurry. Ja, mein Mauszeiger ist aber irgendwie weg. Time is of the essence, Detective. Very good, Detective. Now, please take the eye with you. I must stay here and recover from the attack. But we can still communicate through the eye.
Okay, was gibt's hier denn noch? Der Zeiger des Ouija-Brett fehlt. Okay. Steckt fest, da komme ich nicht dran. Da muss ich wahrscheinlich hier oben dieses Dämonending einfügen und hier einen Engel. Ein winziges Schild und Schwert, aber wie komme ich an sie heran? Da fehlt ja schon wieder was. Wie geil der Detective auch einfach mal so ein bisschen genervt ist. Hier müsste übrigens auch irgendwo eine Eule sein. Nein. Ich wüsste gerne, warum die hier so ein Teil vorgegeben haben, als wenn das jetzt so schwer wäre. Na gut. Ey! Hey! Ich gebe es ja nur ungern zu, aber irgendwie imponiert mir diese Geschichte. Nein. Okay, ein Kind finden wir offensichtlich noch, weil da noch ein Platz ist. Das tun wir schon mal hier rein. Hauptsache, wir haben das Inventar nicht so voll. Dieses Gescrolle hier nervt nämlich. Diese Krähen sind keine gewöhnlichen Krähen. Sie lassen mich nicht durch. Kannst du? Das fasse ich als Nein auf. Okay, alles gut. Das ist sehr niedlich. Er hat's versucht. Oder sie. Ist nicht ganz klar. Ich würde eher sagen er. Aber es ist eine Vogelscheuche. Ist eigentlich eh Wurst. So, mal gucken, was wir hier drin haben. Das vierte Foto. Und ein Schutzhelm. Ah, der hat nämlich eine Lampe dran. Was um alles in der Welt? Hier ist übernatürliches Amt. Ach, das fällt dir jetzt erst auf. Hier. Nein, immer noch nicht. Ich dachte, du blendest dir jetzt mit deinem Licht und... Nein, aber cool. So, wir brauchen das Seil, Pfannenwender, Messer. Dann ist es hier so ein Griff. Kleeblatt, glühende Kohle.
Die muss glühend sein. Ach so, in das Kleeblatt müssen wir da reintun. Da ist ein Schlüssel. Der Schlüssel steckt fest. Mit dem Pfannenwender. Nein, natürlich nicht. Ob die giftig ist? Also müssen wir auch erstmal die Spinne wegmachen. So, mit dem Messer. Können wir den Schlüssel hier rauskratzen? Nein? Nein. Okay. Das Seil kaputt machen. Irgendwo ist hier auch ein Besen. Damit fegen wir wahrscheinlich das Spinnennetz weg. Trockene Äste, ob ich die zusammen... Ah, wir müssen uns den Besen erstmal bauen. Das ist cool. So, der Griff ist jetzt hier für den Ofen. Die glühenden Kohlen nehmen wir mit dem Pfannenwender. Damit schmelzen wir die Kerze. Dann haben wir hier den Schlüssel. Damit öffnen wir die Truhe. Da drin so. Okay, jetzt haben wir das rote Kleeblatt. Und mit der Gartenkralle können wir vorm Haus buddeln. Und da drin ist ein Griff. Ah ja, damit können wir bestimmt bei Madame hier aufmachen. Was uns aber nichts bringt, wenn da die Viecher sind und wir da nicht langkommen. Ach, da müssen wir ja gar nicht lang. Hier reicht ja. Ich war mir sicher, dass es da hinten lang geht. Ist ja gar nicht so. So. Da müssen wir jetzt gar nicht hin. So, wir haben jetzt den Brunnenschlüssel. Ich hatte gehofft, wir kriegen damit hier die Tür auf, tun wir aber nicht. Macht nichts. So. Natürlich. Es ist stockfinster da unten. Knote das mal bitte an den Eimer, ja? Du wirfst den direkt hoch, noch besser. Vielen Dank. Wir nennen dich Little Walter. Ich nenne ihn tatsächlich so, weil so das Baby in the Dome heißt. Und Little ist der erste Vorname. Also ist kein Spitzname. Little ist sein erster Vorname und Walter sein zweiter Vorname. Das muss man nicht verstehen. So, wir haben jetzt ein kleines Schild und ein kleines Schwert. Das ist irgendwie total cool, dass wir den hier so mit Equipment ausstatten können. War ja klar. Wie ich sehe, hast du auch ein paar Zaubertricks auf Lager. Damit kannst du mich aber nicht lange aufhalten.
so, wir haben den Zeiger vom Ouija-Brett. Du kannst das Spiel sicherlich am Begriff erraten. Wähle einzelne Buchstaben aus und lege sie auf dem Spielbrett ab. Wenn du so viele falsche Buchstaben auswählst, beginnt das Spiel von vorn. Ach, wir spielen Galgenmännchen. Okay, das war falsch. Oh, das wählt die auch auf. Du bist zu spät, das werden wir ja sehen. Augenschlüssel. Gib mir 5 mit der Augen. Augenklatscher. Beste Charaktere in Torrens Passage. Dämon. Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Mist, diese Klemmen sind wirklich sehr verrostet. Sie bewegen sich keinen Zentimeter. Na gut, dann wimmeln wir mal eben. Wir machen wieder um 10 vor Pause, wie wir es ursprünglich geplant hatten. Dann haben wir 70 Minuten und dann machen wir wieder immer um 10 vor. So wie sonst auch. Okay, dann gucken wir doch mal. Du kriegst hier erstmal den Käse. Kleine Maus, kannst du mir den Schlüssel geben? So aber anscheinend nicht. Ein Gewicht fehlt. In dem Spalt steckt was. Die Ölkanne ist leer. Nein? Wow. So, hier haben wir jetzt das Wagensymbol. Und das ist ein Gewicht. Jetzt haben wir hier den Schraubendreher. Hier haben wir noch einen Spazierstock. Nee, da brauchen wir erst den Griff für. Jetzt haben wir ein Zahnrad. Okay, da fehlt jetzt noch der Hammer. Der ist da drin. Da kommen wir hier bestimmt mit dem mit der Aale dran. Das Symbol sieht voll aus wie bei Layton. So, hier ist jetzt der Griff. Und wir haben ein volles Ölkännchen. So einfach geht das.
Was mussten wir denn damit ölen? Ach ja, klar, bei den Löwen. Vorschlaghammer. Bam. Ach so, ja gut. Bong. Das Öl wird sich sicherlich noch als nützlich erweisen. Was denn da drin? Man weiß es nicht, aber wir kommen so noch nicht dran. Hier fehlen immer noch zwei Vögel. Auf das Rätsel freue ich mich aber schon. Solche Rätsel mag ich. Ist das die Heilerin? I've been waiting a long time for this moment. Now I finally have enough children to begin the ritual. Oh, sie will bestimmt ihre Tochter wiederbeleben. Soon you won't be able to disturb my plans anymore. Burn it all! Wer ist diese Frau? Wie kann sie diese Monster kontrollieren? Von welchem Ritual spricht sie? Weiß man nicht. Viel zu hoch. Wir sollten erstmal versuchen, hier rauszukommen. Okay, erstmal brauchen wir ein Rad. Hier hört ein kleiner Hebel hin. Fehlt was. Komm schon, hilf mir doch bitte. Meine Schlüssel heranzukommen ist kein Kinderspiel. Ich vermisse meinen kleinen Freund. Ja, wo ist der eigentlich? Keil. Vielleicht befindet sich darin was Nützliches, wenn ich es doch bloß irgendwie öffnen könnte. Stein! Jetzt ist sie leicht genug, um sie hochzuheben. Hey! Danke! Hebel! Da ist er ja! Er ist mir nicht hierhin gefolgt. Jetzt bin ich auf mich alleine gestellt. Na gut. Rad. Im Rohr! Auch einen schweren Gegenstand. Holzkiste. Detective, is that you? We must learn who's behind the kidnapping. Keep searching. Returning home one evening as a child, I noticed a strange glow around the healer's house. I was a curious girl and I could not resist approaching. And that's when I saw her, the healer. But she had changed. Suddenly, shadows surrounded me, and I heard wicked laughter. I still don't remember how I escaped and made it home. I told my parents what happened, and soon a crowd of citizens had gathered around the healer's house. Terrified, they broke in and found evidence of sorcery everywhere. But the healer was already gone. No one has seen her since. Once again, the eye shows us the healer. I'm afraid there is only one explanation. The healer is involved in the kidnappings. Ach was.
Die Frau, die die Kontrolle über die Vogelscheuchen hat, ist die frühere Heilerin? Mit bloßen Händen kann ich ihn nicht einsammeln. Uah! Ich muss das Feuer so schnell wie möglich löschen. Viel zu hoch. Ein paar Kisten werden mir nicht weiterhelfen. Oh je. Muss das gar nicht in die Mitte? Muss die vielleicht unten raus? Ach, sie muss aus dem Labyrinth raus. Oh, okay. Das wusste ich. Ich war jetzt irgendwie davon überzeugt. Ah, ist egal. Kriegen wir auch so hin. Denke ich. Weil ich die jetzt natürlich voll in eine Sackgasse Wir machen das nochmal neu. Es geht, glaube ich, leichter, als wenn ich, weil die muss hier unten raus. Und ich bin irgendwie fest davon ausgegangen, dass ich in die Mitte muss. Aber muss ich wohl nicht unbedingt. Ein bisschen blöd hier mit der Kette, die versteckt nämlich zwischendurch die Eingänge. Ich guck mal eben. Hier ist eine Lücke, wo wir rein können. Also muss ich gegebenenfalls doch über die Mitte und dann hier die Lücke nehmen an dem Stiel. Okay. Ja, ich weiß, ich bin falsch. Das Problem ist, wenn man irgendwie einmal falsch ist, dann hat man verloren. Also man hat keine Chance, dann einfach zu sagen, oh, ich bin in die falsche Lücke gefallen. Dann drehe ich es halt so lange im Uhrzeigersinn, bis die oder gegen den Uhrzeigersinn immer im Kreis, bis die Kugel wieder dahin fällt, wo sie hin soll. Nein, man muss dann komplett neu anfangen. Ja, das ist ja super gut gelöst. Nicht? Also sowas finde ich halt blöd.
Oh nein, schon wieder in die falsche Richtung. Ich hätte in die andere Richtung drehen müssen. Ja, einmal falsch gemacht und sofort verloren. Jetzt bin ich schon wieder da. Komme ich dadurch denn nicht auch irgendwie dahin? Das Problem ist, diese Kackkugel fällt ja auch immer direkt eine Lücke weiter. Das ist nicht schwer, es ist nur einfach blöd, dass man nicht mal in Ruhe gucken kann, wo muss ich lang oder so, wenn man so nach dem ein bisschen testen, ne, wie fällt die Kugel dann? Weil man muss immer wieder von vorne anfangen und das reißt einen voll raus, finde ich. Vielleicht seht ihr das anders. Das war falsch. Ich hätte nach links drehen müssen, dann wären wir durch. Das ist doch Bullshit. Also wirklich. Wer denkt sich denn sowas aus? Das ist doch nicht schwer oder so. Das ist einfach nur bescheuert. Das ist so Spielzeit in die Länge ziehen. Nö, ich hab's schon wieder falsch gemacht. Ich kann es mir nicht merken. Ich bin auch ein bisschen doof gerade. Also sorry, dass ich jetzt über eure wertvolle Pause hinausspiele, aber das fuckt mich jetzt gerade ab. So. Jetzt sind wir da, wo wir hin müssen, hoffe ich. So, die Lücke ist nämlich hier. So. Jetzt müssten wir hier hin, dahin. Ja, das müsste klappen. Jetzt ist die Kette natürlich auf einmal 10 Meter lang. Sägegriff. Nägel. Vielleicht kann ich es öffnen, aber das fehlende Symbol. Ich muss erst das fehlende Symbol finden. Was? Das ist eine Axt, verdammt. Na gut, wir haben jetzt Nägel und so ein Sägeding. Ich weiß es nicht. Ihr Lieben, wir machen jetzt Pause bis 10 nach 8. Dann geht's weiter und dann gucken wir mal, was passiert. Bis gleich.